Hallo Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr einen Spitzenstern in Origami falten könnt. Und Spitzenstern ist ein modulares Modell. Modulare Modelle bestehen aus einzelnen Modulen, die zuerst gefaltet werden müssen. Wir bauen ein Modul und ich zeige euch, wie das geht. Also zuerst faltet ihr einmal die Kante nach oben, um so eine Falte zu erhalten. Dann dreht ihr das um 90 Grad und faltet es noch einmal nach oben. So, jetzt klappt ihr es wieder auf und jetzt habt ihr so ein Kreuz in der Mitte. Jetzt faltet ihr die äußeren Ecken alle nach innen. Ich mache das mal eben schnell. So, aber auch darauf achten, dass alle gleich sind. So. Weil sonst kann das nachher nicht wirklich was werden. Und der letzte. So, jetzt faltet ihr diese Ecke nach hier in. Das geht ganz einfach. Ihr nehmt hier die Ecke und faltet sie nach da in. Genau. Nein, es sollte eigentlich nicht schwer sein. So, das sieht dann aus wie so ein kleiner Drachen. Und so sollte es dann auch aussehen, weil es so aussehen sollte. Dann faltet ihr das Teil hier oben einmal nach hinten. Und klappt das ganze Ding einmal nach innen. So, jetzt haben wir ein Modul gefaltet. Hier sind zwei Taschen, da können wir diese Füße reinstecken. Davon mache ich jetzt einmal noch 13 weitere und wir sehen uns gleich wieder. So, und ich bin wieder da mit ein paar Modulen. Ja, insgesamt sind es dann doch 14, doch so viele. Und jetzt machen wir uns daran, diese Module zusammenzustecken. Also, wir nehmen uns einfach einen aus der Menge, gucken uns es einmal genauer an. Wir haben hier diese zwei Laschen und diese zwei Füße. Wir nehmen uns einen zweiten und stecken diese Füße, den linken Fuß in die linke Lasche und den rechten Fuß in die rechte Lasche. So, genau so sollte das aussehen. Dann solltet ihr es zusammenstecken. So. Das macht ihr jetzt einmal wieder. Linker Fuß, linke Lasche, rechter Fuß, rechte Lasche. So, rein, fertig. Nächster. Linker Fuß, linke Lasche, rechter Fuß, rechte Lasche. Wenn ihr nicht so ordentlich gefaltet habt, wird es am Ende schwerer, die Füße in die Laschen zu bekommen, aber am Ende sieht man es nicht so wirklich. So, jetzt nehmt ihr den nächsten. Linker Fuß, linke Lasche, rechter Fuß, rechte Lasche. Go, Feuer. So, passt. So, jetzt den nächsten. Linker Fuß, linke Lasche, rechter Fuß, rechte Lasche. Ich finde so Origami total entspannt. So, so sieht das bis jetzt aus. Machen wir noch einmal weiter. Das Ergebnis sieht am Ende richtig genial aus. Muss ich nur mal dazu sagen. So. So. So ein bisschen zusammenstecken. Es kommt halt drauf an, wie man das denn für sich klar macht. So, hier rein. Oh, ich bin gerade ein bisschen aus dem Bild gekommen. So. Oh, hier habe ich ein bisschen schlecht gefaltet, wenn man das so sieht. Ja, da muss man halt ein bisschen tricksen. Ich versuche es mal so genau. Passt aber trotzdem. Den nächsten. Ah, hier auch schon wieder schlecht gefaltet, ey. Das geht nicht. Das ist unter allem Niveau. Jetzt den nächsten. Hier habe ich wieder relativ gut gefaltet. So. Stimmt das jetzt? Brauche ich jetzt länger für die gut gefalteten als für die schlecht gefalteten?
Tja, ich sag da bald gar nichts mehr zu. So, hier linker Fuß linke Lasche, rechter Fuß rechte Lasche. Ich wollte gerade schon lechte Lasche sagen. Und jetzt ist mir hier mein hinteres Teil abgefallen. Tja, das ist bei dem modularen Origami so. Manchmal fällt da einfach was ab. Und jetzt linker Fuß linke Lasche, rechter Fuß rechte Lasche. Passt. Und jetzt der letzte. Der letzte kommt hier so. Wieder linker Fuß linke Lasche, rechter Fuß rechte Lasche. Und es wird dann hier in den letzten linker Fuß linke Lasche und rechter Fuß rechte Lasche. Das könnte ein bisschen kompliziert werden oder etwas schwieriger. So, jetzt habe ich ihn hier halb zusammen. Jetzt drücke ich hier noch einmal. Hier unten ist er gerade auseinandergegangen, aber das ist nicht so schlimm. So, jetzt drücke ich den hier einmal zusammen. Und wir haben unseren Spitzenstern in Origami gefaltet. Danke fürs Zuschauen.